Ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Es geht darum, dass wir noch im Februar eine erste Plakatwelle starten. Diese erste Plakatwelle mit dem Titel Heimvorteil hat natürlich schon genau die Stoßrichtung im Hinblick auf Landtagswahl. Diese erste Plakatserie wird jetzt untermauert mit einem Thema, das im Burgenland schon ein Thema ist, aber noch nicht so richtig ausgesprochen wurde von so manchen. Und zwar geht es um die Armut im Burgenland. Wir wollen und wir werden unseren Themenbereich, der im Großen und Ganzen den Heimvorteil beinhaltet, natürlich auch den Heimvorteil im Familienbereich, im Sicherheitsbereich und natürlich im Heimatlandbereich so ansprechen, wo auch Themen beinhaltet sind. Und heute geht es darum, und das wollen wir dick unterstreichen, geht es um den Heimvorteil für unsere armutsgefährdeten Burgenländer. Arme Kinder dürfen nicht die armen Erwachsenen von morgen werden. Das habe nicht ich gesagt, sondern das sagt der Geschäftsführer der Volkshilfe Burgenland, Thomas Emminger. 30.000 Menschen im Burgenland sind armutsgefährdet, davon 9.000 Kinder in unserem kleinen Burgenland. Und 18.000 Menschen leben in akuter Armut und davon wieder 4.500 Kinder. Also 4.500 Kinder leben im Burgenland in akuter Armut. Das sind mehr Kinder, als die Bezirkshauptstädte Güssing oder Jennersdorf Einwohner haben. Das muss man sich mal vorstellen. So viele Kinder leben in akuter Armut im Burgenland. Und sogar 7% der Erwerbstätigen sind trotz Arbeit von Armut bedroht. Das sagt nicht die Freiheitliche Partei, sondern das sagt die Volkshilfe Burgenland und natürlich auch die Caritas. Und deshalb kommen wir im Zusammenhang mit dem Thema Armut zum Thema Wohnen. Wohnen ist das Kernelement des Überlebens. Wohnen ist sozusagen genau der wichtigste Standpunkt eines jeden Menschen, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Und hauptsächlich bewegt sich die Armut im Wohnungsbereich. Das ist einfach so, denn die hohen Wohnkosten inklusive Betriebskosten nehmen unseren Menschen Essen und Bekleidung. Und ich weiß, dass das noch nie jemand vorher so angesprochen hat, aber wir Freiheitlichen sind ja mittlerweile dafür bekannt, die Dinge so anzusprechen, wie sie sind. Und ich wiederhole nochmal, was so wichtig ist, es leben 4.500 Kinder in akuter Armut und das muss man deshalb erwähnen, weil natürlich auch die Eltern dann in akuter Armut leben. Und wie gesagt, hauptsächlich bewegt sich diese Armut oder ist diese Armut in Verbindung mit Wohnen zu bringen. Das Burgenland hat 290.000 Einwohner, davon 250.000 Wahlberechtigte. Also quasi 40.000 sind unter 16 Jahre, entschuldige. Das heißt, also knapp 25% sind armutsgefährdet. Das heißt, eigentlich ist jedes vierte Kind im Burgenland armutsgefährdet. Und jetzt kommen wir zur Unterstützungsmöglichkeit und wo etwas schiefläuft im Lande. Das Land Burgenland bekommt eine Wohnbauförderungszuwendung vom Bund in der Höhe von 122 Millionen Euro. Tatsächlich verwendet werden nur 78 Millionen Euro. Das heißt, dass mehr als 40 Millionen, also 40 Millionen Euro, das muss man sich mal vorstellen, bleiben über. Und diese 122 Millionen Euro werden aber nicht nur vom Bund überwiesen, sondern dieses Geld wird ja schon im Zuge der Lohnkosten von uns jeden selbst bezahlt. Also diese 40 Millionen, die nicht verwendet werden, haben wir eigentlich vorher schon vorgestreckt im Zuge unseres Abzuges bei den Lohnkosten. Das heißt, wir brauchen neue Wege im Bereich der Wohnbeihilfe. Wir brauchen eine Reform der Wohnbeihilfe hin zur Reform der Wohnbeihilfe zum Zwecke der Armutsbekämpfung. Und wenn man sich zum Beispiel die Wohnbaudarlehen ansieht, bei den Wohnbaudarlehen, und das ist ja mittlerweile ein Thema,
sind immer noch 3% und 1,5% Zinsen verrechnet worden seitens des Landes, obwohl das Zinsniveau gleich null ist. Das heißt, wir fordern auch hier, dass es einen Durchlaufposten geben muss. Das heißt, es muss ein reiner Durchlaufposten sein. Es kann das Land keinen Gewinn durch die Wohnbauförderungsdarlehen machen. Und das Land hat aber und verdient derzeit Geld damit. Oder wenn man sich die Genossenschaften anschaut. Die Genossenschaften haben nicht nur normale Rücklagen, sondern die Genossenschaften haben bei der Abrechnung die normalen Rücklagen, dann haben die Genossenschaften sonstige Rücklagen und die Genossenschaften haben Gewinnrücklagen. Muss man sich vorstellen, drei verschiedene Rücklagen. Und ich würde mir wünschen, wirklich, dass die Genossenschaften einmal nicht nur von Revisionsverband, das ist ja ein eigenes Kontrollinstrument ist, wo sogar die Bankenvertreter drin sitzen, sondern dass der Genossenschaftsverband auch einmal durch den Rechnungshof geprüft wird. Und daher ist dieses Thema Wohnbau sehr wichtig, auch wenn der Splitterparteichef jetzt dieses Thema aufgegriffen hat. Aber überall, wo Rauter Verantwortung übernehmen hätte sollen, ist er dann zurückgetreten. Das heißt, die Verlässlichkeit ist gleich null. Daher ist es wichtig, dass man dem Schmidt die Stimme gibt und nicht dem Schmiedl. Aber zurückzukommen nochmal zur Wohnbeihilfe. Die Wohnbeihilfe als Hilfeunterstützung beim Kampf gegen unsere heimische Armut im Lande ist unbedingt neu zu gestalten. Die Wohnbeihilfe ist derzeit ein Trickkistenpaket der Sonderklasse. Das muss man wirklich so sagen. Die Hälfte aller Anträge werden abgewiesen. Die Hälfte aller Anträge im Bereich der Wohnbeihilfe werden abgewiesen. Und zwar haben wir da eine schriftliche Anfrage dem Herrn Landeshauptmann gestellt, wo das glasklar hervorgeht. Und deshalb werden diese Ansuchen abgewiesen, weil man die Tabelle so gestaltet hat, dass es fast unmöglich ist, heutzutage eine Wohnbeihilfe zu bekommen. Und das Kuriosum an der Situation ist, desto weniger als man verdient, desto weniger Wohnbeihilfe bekommt man, anstatt man das umdreht und sagt, desto weniger, was man verdient, desto mehr Wohnbeihilfe bekommt man, ist das System total verkehrt. Und es ist auch bei der Berechnung der Wohnbeihilfe das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld mit eingebunden. Das heißt, und auch die Unterhaltszahlungen. Da werden jetzt das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld wird auch dazu verrechnet und dann dividiert und dann kommt das Monatsgehalt aus. Das heißt, dann sinkt wieder die Einkommensgrenze und hat man noch weniger die Möglichkeit, in den Genuss einer Wohnbeihilfe zu kommen. Und eine neue Wohnbeihilfe soll jeder Familie zukommen, welche Monat für Monat um das Existenzminimum ringt, wo Eltern ihre Kinder nur mehr schwer ernähren können, das weiß man ja mittlerweile. Und wir fordern ein Armutsbekämpfungsprogramm, das die Wohnbeihilfe nicht nur für Wohnungsinhaber, sondern auch für Häuselbauer vorsieht. Das ist jetzt der springende Punkt. Wir brauchen im Land eine Wohnbeihilfe nicht nur für Wohnungsinhaber, sondern auch für Häuselbauer. Das ist nämlich genau der springende Punkt, um die Armut im Lande zu bekämpfen. Eine Ausweitung der Anspruchsberechtigung auf alle Wohnräumlichkeiten, also gleichgültig, ob es jetzt eine Mietwohnung ist oder eine Eigentumswohnung oder eine Wohnung oder ein Haus. Das heißt, es soll eine Subjektförderung geben. Wir werden natürlich dieses Thema auch bei den Regierungsverhandlungen auf den Tisch legen. Es soll eine Subjektförderung geben, welche zu 100% denjenigen zukommt, welche es auch brauchen. Derzeit wird eine Wohnbeihilfe bei Niedrigsteinkommen schlichtweg abgelehnt. Das ist wirklich irre, wenn man sich das anschaut. Das ist irre. Wenn jetzt jemand weniger als 800 Euro pro Monat verdient, bekommt er einfach keine Wohnbeihilfe, weil er zu wenig verdient. Das ist ja ein irres System in unserem Land. Und die Armut ist im Burgenland gegenwärtig, das ist einfach so. Viele trauen es natürlich nicht sagen, viele wollen das auch nicht sagen, aber es ist so. Und derzeit wird die Wohnbeihilfe nach den Quadratmetern der Wohnung bemessen. Die Nutzfläche beträgt jetzt maximal 70 Quadratmeter plus 10 Quadratmeter pro Kind. Dann kriegt man schon wieder gar keine Wohnbeihilfe, obwohl aber das Land 40 Millionen Euro jährlich einfach zur Verfügung hätte und das aber für etwas anderes verwendet, obwohl man selbst von den Lohnkosten diese Wohnbauförderungsgelder bezahlt hat. Und wie gesagt, die Armut hängt nicht von der Wohnfläche ab. Das heißt, wir wollen auch weggehen von dieser Quadratmeterbegrenzung, einfach weg davon. Und
Die Armut hängt deshalb nicht davon ab über die Quadratmeterbegrenzung. Denn man muss sich ja vorstellen, man bekommt eine Wohnbauförderung, wenn man mehr als 130 Quadratmeter hat, kriegt man auch Wohnbauförderung. Warum macht man da plötzlich bei der Wohnbauhilfe einen Schnitt, wo genau die Ärmsten der Ärmsten die Hilfe brauchen? Und alleine die Caritas Burgenland hat 2014 über 700 Familien in Not geholfen. Über 700 Familien in Not geholfen, also die ärgste Nöte haben. Das heißt, wir brauchen ein Armutsbekämpfungsprogramm und das kann man nur im Wohnungsbereich erreichen. Und im Wohnungsbereich ist es ganz einfach und leicht zu erreichen. Und zwar eine Wohnbeihilfe neu, die folgendermaßen aussieht. Keine Quadratmeterhürde mehr, keine Differenzierung zwischen Gut- und Schlechtverdiener. Jetzt gibt es ein Tabellensystem, wo man, desto mehr man verdient, kriegt man mehr Wohnbauhilfe und desto weniger, was man verdient, kriegt man weniger Wohnbauhilfe. Also es ist wirklich ein irres System. Also weg mit der Differenzierung zwischen Gut- und Schlechtverdiener. Keine Einberechnung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und auch nicht der Unterhaltszahlung. Das heißt, das kehrt da nicht eingerechnet. Ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist kein Monatsverdienst, sondern das ist ein zusätzlicher Verdienst. Der kehrt nicht in die Bemessungsgrundlage. Dann bezugsberechtigt sollen alle sein, welche die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Und alle, die eine Wohnung oder ein Haus haben, ich betone das nochmal, alle, die eine Wohnung oder ein Haus haben. Und die Bemessungsgrundlage soll nach den Nettoeinkommen berechnet werden. Also keine Einberechnung des Urlaubs und des Weihnachtsgeldes. Und wir fordern eine Pauschale von 200 Euro Wohnbeihilfe für jeden, der anspruchsberechtigt ist. Das heißt, nicht der eine 4 Euro, der andere 18 Euro, der nächste vielleicht 270 Euro oder 280 Euro, sondern pauschal 210 für alle, die anspruchsberechtigt sind. Und dann fordern wir zusätzlich noch 50 Euro pro Kind. Pro Kind 50 Euro, das muss auch eine Belohnung finden, wenn jemand in Österreich oder in Burgenland ein Kind bekommt. Und zusätzlich noch 50 Euro für eine behinderte Person, die im Haushalt lebt. Das ist eine Wohnbeihilfe, das ist ein Armutsbekämpfungsprogramm, das sich wirklich gewaschen hat. Denn da hat jeder die Möglichkeit, definitiv Wohnbeihilfe zu beanspruchen. Das würde maximal dreimal so viel kosten wie jetzt. Derzeit gibt das Land, glaube ich, 1,3 Millionen Euro dafür aus. Das ist aus meiner Sicht nichts, quasi null. Das ist wirklich null. Und im Gegensatz zu der Situation, wo man den Menschen den Zugang zur Wohnbeihilfe streicht, weil sie zu wenig verdienen und weil sie zu arm sind, das ist ja sowas von kurios. Also das gehört sofort, aus meiner Sicht sofort geändert. Da müsste man gar nicht mehr warten bis zum 31. Mai. Und es ist wirklich unverantwortlich, wenn sich burgenländische Familien überlegen müssen, ob sie überhaupt sich ein zweites Kind leisten müssen. Das muss sich halt schon wirklich jeder überlegen, weil man muss ja das Kind ernähren. Das Kind muss in die Schule gehen. Das Kind braucht ja alle möglichen Begleitungsstücke, das bedarf ja einer finanziellen Kraft. Und die Armutszuwanderung nach Österreich und auch die Arbeitsmarktöffnung treibt dieses Problem natürlich immer mehr an die Spitze. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir brauchen daher ein Musterland, Familienland Burgenland, und deshalb werden wir uns so stark auf dieses Thema fokussieren. Denn uns liegt die Armutsbekämpfung wirklich am Herzen und wir wollen das Thema jetzt wirklich mit aller Kraft angehen. Daher haben wir dieses Plakat, das da auf der Seite steht, Heimvorteil für Burgenländer. Dieses Plakat wird schon kommenden Dienstag affischiert. Das sind 16 Bogenplakate. Wir starten sozusagen einen Vorwahlkampf. Wir wollen jetzt schon im Vorwahlkampf darauf aufmerksam machen, dass all diejenigen, die die Freiheitliche Partei wählen, einen Heimvorteil wählen. Einen Heimvorteil für unsere Burgenländer, nicht nur im Bereich der Armut, sondern auch im Bereich der Familie, im Bereich der Sicherheit. Wir zeigen, wie Politik wirklich geht. Und das wollen wir jetzt schon mit dieser Plakatserie den Bürgern vermitteln. Und deshalb starten wir mit dieser Plakatserie schon nächste Woche. Und und danach wird es natürlich weitere Präsentationen geben unserer weiteren Themen. Das Thema natürlich wird selbstverständlich mit einem Antrag im Burgenländischen Landtag eingebracht. Gut, danke. Jetzt haben wir ziemlich lange aufgehalten.